Hey Leute, willkommen zu einer schnellen, flotten Runde von der Bundesliga-Prognose, 29. Spieltag. Ich werde das heute wirklich richtig schnell machen. Ich hoffe, euch gefällt das auch mal so. Denn ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen auch diese Perspektive wieder ein bisschen. Ist egal, für nächste Woche habe ich nämlich sehr, sehr viel, sehr, sehr Cooles geplant. Denn da kommt nämlich ein Gast hier mit rein ins Studio. Und dann werden wir zusammen hier unsere Prognosen, unsere Tipps abgeben und ein bisschen über die Bundesliga reden. Ich hoffe, das freut euch. Heute werde ich nicht viel über den letzten Spieltag reden, wie ich das sonst immer gemacht habe, sondern nur über diesen und nur diese Tipps ganz flott abgeben. Kurz vorher muss ich aber mal hier so ein bisschen Fenster auf, weil sonst da hinten ist voll dunkel, sehe ich gar nicht. Schon haben wir Licht. Einmal hier, einmal da. Auch nicht schlecht. Jetzt bin wahrscheinlich ich unterbelichtet. Naja, egal. Wir schauen auf die Spiele und ich muss ein bisschen ablesen, denn ich habe das nicht ganz alles im Blick. Unser erstes Spiel ist Freiburg gegen Leverkusen. Ich muss davor sagen, dass dieser Spieltag wirklich unglaublich schwer zum Tippen ist. Ich finde das wirklich unglaublich krass. Dieser Spieltag ist so, so heftig. Also keine Ahnung, was ich hier tippen soll. Freiburg gegen Leverkusen, auch so ein Tipp. Freiburg, ja, Leverkusen eigentlich besser. Dementsprechend gehe ich hier einfach mal auf den Sieg für Leverkusen. 3:1 werden sie hier hoffentlich gegen den Sportclub Freiburg gewinnen. So, das ist auch das einzige Spiel, was heute Freitag ist. Ansonsten kommen wir jetzt zu den Samstagspielen und ihr könnt natürlich die ganzen Spiele auch Freitag, auch Samstag, auch Sonntag, alles bei Fanteam eure Wetten platzieren und das würde ich euch empfehlen, denn ich habe wieder am Wochenende, also von den letzten Tipps, das war nicht Wochenende, das war unter der Woche habe ich wieder ein bisschen Geld gewinnen können. Mann, ey. Provisorisch nicht immer gut. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen was gewinnen können, weil ich mit zwei Spielen komplett richtig lag. Und ja, sonst war der Spieltag schon schwierig. Aber mit zwei lag ich komplett richtig und das hat natürlich weitergeholfen. Wir kommen auf jeden Fall zum nächsten Spieltag. Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Wetten platzieren. Einfach erste Link in der Videobeschreibung, da euch registrieren und dann einfach wetten. Das ist richtig, richtig nice, wenn ihr da so gute Tipps habt wie ich. Ansonsten natürlich dazu gesagt, es ist natürlich ab 18 Sportwetten. Ihr wisst das. Von daher spielt verantwortungsvoll. Ansonsten schauen wir mal weiter. Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Mein Ergebnis 2:1. Auch ein schweres Spiel. Wolfsburg krass überrascht gegen Leverkusen gewonnen. Frankfurt war absurd gut, fand ich eigentlich. Also ja, sie haben nicht gewonnen und gegen Freiburg und so, keine Ahnung. Aber das Spiel war krass, also 3:3, also so gut, wie die gespielt haben. Also ich denke, dass die auch hier gegen Wolfsburg echt Druck machen. So ein 2:1, denke ich, ist ganz realistisch. Hertha gegen Augsburg, mein Tipp lautet 2:2. Hertha überzeugt mich in letzter Zeit. Augsburg ist aber auch nicht schlecht und Augsburg finde ich auch nice. Und deswegen wird das ein super knappes Spiel und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es kann sein, dass Hertha gerade so gut ist, dass sie besser sind. Muss aber nicht. 2:2, mein Tipp. Nächstes Spiel, Mainz gegen Hoffenheim. Mainz ein bisschen enttäuscht. Hoffenheim hat mich auch enttäuscht, aber ich denke trotzdem, dass sie gewinnen. 1:3 mein Tipp hier an dieser Stelle. Hoffenheim, wie gesagt, ist eine Mannschaft, die mich eigentlich enttäuscht hat, aber die sind besser als Mainz. Also von daher, ich glaube, das packen die. Wobei Mainz auch punkten muss, aber ist egal. Ich glaube, 3:1 ist ein guter Tipp. Da kommen wir, glaube ich, zum schwersten Spiel dieses ganzen Spieltags. Also Schalke gegen Bremen. Weiß ich echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also ganz ehrlich, Schalke ist so schlecht, aber eigentlich doch gar nicht schlecht. Und ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Bremen war über die ganze Saison schlecht. Schalke war eigentlich über die ganze Saison nicht so schlecht. Aber dafür sind sie jetzt schlecht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe einen Sieg für Bremen prognostiziert, weil ich, wie gesagt, sagen muss, dass Bremen aktuell besser ist als Schalke. Wobei es eigentlich nicht wirklich so ist. Vor allem, wenn man die ganze Saison betrachtet. Boah, es ist so schwer. 2:1 für Bremen habe ich hier getippt. Aber es ist so, so fucking schwer. Nächstes Spiel lautet Bayern gegen Düsseldorf. Und Bayern gegen Düsseldorf ist das vermeintlich einfache Spiel. Ich sage hier 5:1 für die Bayern. Ich denke, dass die Bayern schon deutlich besser sind. Und ich denke, dass Wolfsburg-Düsseldorf auch vielleicht ein Tor macht. Aber ja, 5:1. Also ich denke, Bayern machen da schon ordentlich Tore und Druck. Und wollen da auch nochmal aus dem letzten Spieltag gegen Dortmund hier nochmal die Punkte nicht nur nach oben treiben, sondern auch die Tordifferenz nochmal ganz, ganz safe machen, wenn sie nicht sowieso schon safe ist. Ja, denke ich mal. Dann haben wir Gladbach gegen Union und ich denke auch, das ist ein Spiel, wo man sagt, ey, Gladbach kann das auf jeden Fall gewinnen. Habe ich eigentlich bei Gladbach gegen Bremen auch gedacht, ist dann nicht so gewesen. Hier gehe ich wieder auf Gladbach und sage 4:0, Gladbach wird das packen. Das wird ein Hammerspiel von Gladbach, hoffe ich. Für Union ein bisschen schade, weil ich die eigentlich mag, aber ja,
Was willst du machen? Zwei weitere haben wir noch. Und zwar ist das dann einmal Paderborn gegen Dortmund im Hinspiel. Paderborn-Dortmund war ein krasses Spiel. 3-3 und das war von Paderborn schon echt krass gut. Aber das wird es dieses Mal nicht. Also Paderborn will natürlich und die werden wirklich probieren, Gas zu geben. Aber 3-3 wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich denke mal 2-4 für Dortmund. Also die werden schon besser sein und auch ein paar Tore machen. Ja, dann haben wir noch meine Freunde. Köln gegen Leipzig. Köln, Leipzig, naja. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Also Köln ist gut, gut nicht. Ich weiß nicht, warum der schon wieder einen Elfmeter geschossen hat und wieder verschossen hat. Ansonsten ist die Mannschaft jetzt nicht schlecht, wird gegen Leipzig ein bisschen sticheln, aber Leipzig ist viel, viel besser. 4-1 mein Tipp. Ich denke, dass Leipzig das schon gewinnen wird und dementsprechend auch hier 3 Punkte mitnimmt. Und damit sind wir durch diesen Spieltag. Wie gesagt, platziert eure Wetten bei Fanteam, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde es auch wieder machen, weil vielleicht habe ich wieder ein paar gute Spiele dabei und dann legen wir richtig los. Nächste Woche gibt es ein Mega-Video und sogar 2 Videos wahrscheinlich zur Bundesliga und das mit einem Gast hier in meinem Studio und das wird unglaublich cool. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann in einem Video. Ich glaube, morgen übermorgen kommt dann irgendwie FIFA-Trainerkarriere und da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Wir sehen uns da. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.